Moin, wir testen hier heute die brandneue Navan S30 und C30. Bei den Booten handelt es sich um das neue Luxusprodukt von Quicksilver. Es gibt einmal eine Kabinenvariante, einmal eine Sportvariante, die offene. Wir haben heute die Möglichkeit, beide Boote hier zu testen. Allerdings haben wir immer nur einen relativ kleinen Zeitslot. Die Sonne geht gleich unter und müssen uns wirklich beeilen mit dem Drehen. Deswegen ist das Video nicht in gewohnter Qualität. Die Presse stand hier heute auch Schlange, wollte die Boote testen und wir haben jetzt wirklich einen letzten Timeslot bekommen, sodass wir mit einem anderen Händlerkollegen das Boot hier nochmal kurz drehen konnten. Im Bugbereich haben wir eine große Sonnenliege, gute 1,80 Meter lang, sodass man mit zwei Personen gut liegen kann. Und die Rückenlehne ist gut verstellbar, sodass ich hier auch gut sitzen kann. Optional gibt es versenkbare Klampen, die sehr stylisch sind und auch wirklich sehr groß dimensioniert, dass man das Boot gut festmachen kann. Optional gibt es auch einen Bugsprit, sodass ich vernünftig ein- und aussteigen kann. Der ist hier montiert. Wenn wir den nicht mitbestellen, sieht das aus wie bei den anderen Booten da drüben. Im Bugbereich befindet sich auch eine elektrische Ankerwinde, die ich mit Fernbedienung von hier aus bedienen kann oder natürlich auch vom Steuerstand. Im Dach sind vier Glasscheiben eingelassen, sodass ich auch Tageslicht unten in der Kabine bekommen. Und vorne befindet sich auch noch ein Scheinwerfer, dass wenn ich im Dunkeln fahre, auch ein bisschen Licht nach vorne raus habe. Den Bugbereich kann ich auch komplett beschatten. Dafür gibt es ein optionelles Sonnensegel. Den Steven haben die sehr modern gehalten im Bugbereich. Sieht wirklich bullig aus. Es gibt verschiedene Farben. Bei dem Boot ist jetzt der Rumpf in Anthrazit und die Seite in Weiß. Wo die Seite jetzt weiß ist, gibt es das natürlich auch in Anthrazit. Aber gerade in dem Design gefällt mir das sehr, sehr gut. Mit den schwarzen Scheiben als Akzent passt wirklich wunderbar zum Boot. Breite Gangboards gehen vom Bug zum Heck auf beiden Seiten, sodass ich wirklich überall sicher vorbeikomme. Ich habe hier im Heckbereich eine sehr hohe Freibordhöhe, sodass ich ein sicheres Gefühl hier an Bord habe. Und auch wenn Kinder oder Tiere mit sind, können die hier echt schwer über Bord gehen. Die Kabine bei der S30 ist sehr geräumig. Wir haben ein Bett mit guten 1,90 Meter in der Breite, in der Länge etwas über 2 Meter, sodass man hier wirklich mit zwei Personen sehr bequem schlafen kann. Sehr schön gelöst sind hier die Details mit dem Dachhimmel. Alles ein bisschen hochwertige Materialien. Graues Gelcoat hier. Ambientebeleuchtung drin. Und optional auch eine Klimaanlage, die auch bei 12 Volt funktioniert. Fernseher hier vorne, wer möchte. Und schöne Skylights, dass ich hier auch Tageslicht reinbekomme. Sowie eine Dachluke, die jetzt hier die Sonnenliege und Matten drauf ist, sodass ich hier nicht jetzt gerade kein Tageslicht bekomme. Aber wenn ich die weg habe, habe ich Tageslicht und auch Belüftung hier. Und natürlich auch mit Fliegengitter und Verdunkelung hier. In der Nasszelle befindet sich eine elektrische Toilette. Mit Zerhacker und Fäkalientank natürlich. Kleines Waschbecken und auch wirklich ausreichend Platz, dass man da hinpasst. Den Schlauch von Wasserhahn kann ich rausziehen, sodass ich mich dann im Sitzen abduschen könnte, wenn man möchte. Und nach oben hin haben wir auch ein kleines Skylight, dass ein bisschen Sonne reinkommt. Unter der Koje befindet sich eine Kühlschublade. Und unter den Polstern ist noch ein bisschen Stauraum vorhanden. Der Steuerstand zeigt sich sehr aufgeräumt. Wir haben hier die zwei 12 Zoll Plotter verbaut. Gibt es auch mit zwei 9 Zoll Plottern. Radio, alles versenkt, alles Digital Dash, wie man das so schön nennt, also alles versenkt in einer Ebene. Sehr hochwertig sieht das aus. Lenkrad ist natürlich höhenverstellbar. Und die Bedienung des Bootes wie Schalter, Scheinwischer und ähnliches kann ich alles hier drüber auch über das Display machen. Bugsteuerruder natürlich auch vorhanden. Bei einer Einzelmotoranlage sollte man das eigentlich immer einbauen, damit das Boot auch im Hafen gut zu manövrieren ist. Bei einer Doppelmotoranlage mit Joystick braucht man das nicht. Fahrer- und Beifahrersitz sind natürlich verstellbar, dass ich nach vorne und hinten schieben kann. Habe eine Flip-Up-Position, dass ich auch wirklich gut im Stehen fahren kann hier. Natürlich auch im Sitzen. Und sehr dick gepolstert. Und guter Seitenhalt vor allen Dingen. Besonderes Highlight von diesem Boot finde ich diese Mittelsitzbank. Die ist sehr hoch angeordnet. Ich habe hier Trittstufen, dass ich hier vernünftig rauf kann. Wenn ich hier sitze, habe ich einen super Überblick. Auch wenn der Fahrer vor mir sitzt, kann ich als Gast immer noch so ein bisschen drüber gucken. Bin in direkter Kommunikation mit den Fahrer, Beifahrer, dass hier sitzen kann. Und besonders cool ist, dass sich hier drunter eine komplette Pantry befindet. Ich zeige euch mal, wie das geht. Einmal nach hinten. Entriegeln.
umklappen. Fertig. Schon ist die Pantry da. Noch eine Besonderheit. Der Grill hier läuft auch über 12 Volt. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt Landstrom, damit der funktioniert. Wir haben hier ein gesondertes Batteriesystem, die halt den Strom umwandelt, sodass ich den hier wirklich lange Zeit benutzen kann und hier ein paar Steaks auch vor Anker mal grillen kann. Sehr genial gelöst. Dann natürlich ein Waschbecken, noch ein Spülbecken, sodass ich hier wirklich eine vollwertige Pantry habe. Und noch zusätzlich zwei Kühlschränke hier oben. Wir haben ja schon einen in der Kabine, noch zwei weitere hier. Also für ausreichend Getränke ist immer gesorgt. Und ich kann auch mein Fleisch oder sonstiges da unten kühlen. Die Sitzbank haben wir jetzt umgeklappt. Hier kann man wirklich bequem sitzen, einen Tisch installieren. Und dann kann ich hier gemütlich essen und mit meinen Gästen mich unterhalten. Ein kühles Bierchen trinken, wie sich das gehört. Um noch mehr Sitzgelegenheiten im Heck zu bekommen, gibt es hier auch noch optionale Sitzbänke. Die sind hier nicht installiert, aber bei den Nachbarbooten mit Kabine sind die installiert. Dann seht ihr mal, wie die ausschauen. Optional sind immer diese Rutenhalter. Das T-Top gibt es in weißer und schwarzer Lackierung. Wir haben hier oben im Dachhimmel einige Lichter und auch die Schalter sind wirklich mal gut angebracht, sodass ich hier schnell Licht ein- und ausschalten kann. Auch sehr hochwertige Schalter, die echt gut aussehen und nicht stören da oben. Im Bodenbereich haben wir diverse Bodenluken, wo sich die Technik drunter befindet und auch noch ein bisschen Stauraum. Weiterer Stauraum befindet sich hier in den Kisten unter der Sitzbank. Hier haben wir zum Beispiel die Stangen untergebracht fürs Sonnensegel vorne Bug und fürs Sonnensegel Heck. Und ansonsten habe ich hier noch ein klein bisschen Stauraum drin. Hier weitere Batterien für den Grill sowie der Wassertank. Im Heckbereich haben wir noch Badeplattformen, sodass ich auch heckseitig aussteigen kann, wenn die Maschine runtergetrimmt ist. Habe hier noch kleine Staufächer, sodass ich ein paar Leinen unterbekomme. Achso, optional gibt es natürlich auch noch eine Heckankerwinde für die Leute, die in Skandinavien fahren. Ja, hier ein kleines Staufach. Und ein wirklich massiver Wasserskibügel, dass wenn ich Wakeboard fahre oder Wasserski, einen hohen Zugpunkt habe. Passt auch wirklich optisch gut zum Boot. Bei der Motorauswahl habt ihr freie Auswahl. Wir können hier ein V8 mit 300 PS montieren, den V10 Einzelmotorenanlage bis 400 PS, alternativ Doppelmotorenanlage, V6 225 PS je oder Maximum mit den V8 2x 300 PS mit Joystick-Lenkung. Also da die freie Auswahl, je nach Fahrrevier, können wir euch ja gerne beraten, welchen Motor wir empfehlen. Fazit. Ich habe jetzt beide Boote circa eine halbe Stunde gefahren. Topspeed mit der Einzelmotorenanlage 400 PS V10, gute 41 Knoten. Mit der Doppelmotorenanlage V8 300 PS, also insgesamt 600 PS, gute 51, 52 Knoten. Sehr rauwassertaugliche Boote. Wir haben echt Kappelwelle. Jetzt langsam ist der Wind vorbei, aber vorhin hatten wir ja ganz viel Bootsverkehr, dass wir echt ganz viele große Wellen hatten. Da gingen die Boote astrein durch. Vom Fahrgefühl her gefällt mir die sportliche Variante, die offene, besser, weil ich einfach den Fahrtwind im Gesicht habe. Fühlt sich besser an, mehr nach Boot fahren. Geschlossenes Boot macht auch Spaß. Es hätte etwas höher sein können im Fahrstand, weil wir, gerade wenn ich im Stehen fahre, muss ich mich so ein bisschen ducken, damit ich was sehen kann. Also persönlich gefällt mir die offene Variante besser, aber je nach Revier muss das jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten sind die Boote von der Bugpartie beide baugleich. Das heißt, vorne die Sonnenliege, die Kabine ist alles gleich. Heckpartie
gefällt mir hier bei der offenen auch besser, dass man da wirklich zusammensitzen kann und ich auch mit meinen Gästen hinten kommunizieren kann, wenn ich möchte.